Hallo liebe Kinder, wartet mal, ich muss mich mal kurz hinsetzen. Weil ich mache da gleich auf die große Reise. Und da wollte ich euch nochmal mein Lieblingslied vorspielen, bevor ich gehe. Weil ihr mir das so gerne zuhört. Oh fuck, mein Bein. Wartet. Kann man ein bisschen Mucke hören. Leise. Gut, ich habe keinen Strom, ich muss mich beeilen. Mach erstmal den hier Zeug aus. Ganz coole Typen, hab schon einen kleinen Rundgang gemacht. Ich habe keine Kohle mehr, hab ich meinen Sack genommen hier. Ich sammle immer 10 Cent Stücke. Ich mach die mal aus, die können nicht. Aber probieren es wenigstens. Also das zählt halt am Ende. Der Versuch zählt. Der Versuch macht klug, hat mein Opa immer gesagt. So, aus, zack. Da habe ich einen kleinen Rundgang gemacht. Hier, so sieht es aus. Ach hier, das ist eine ganz alte Platte. Das ist hier der Marschmanns Spezialtutorial. Hier, coole Platten heißt das. Das ist hier eine Platte, die habe ich damals in Dresden mit Mutzel gerne gehört. Da ist sein Lieblingslied tatsächlich drauf. Was singt die da? Ich vergesse immer alles. Die singt was Cooles. Hier, Defekto ist der Typ, der hat einen Dachschaden. Da haben wir früher mal Aufkleber rumgeklebt, da stand Defekt drauf. Da habe ich so einen Rundgang gemacht mit so 1-Cent-Stücken, die ich gesammelt habe. Dachte mir, die Platten muss ich kaufen. Also die wollte ich unbedingt haben hier, wegen dem Cover. Hier ist Wald. Habe ich gesagt, will ich gar nicht hören, die kaufe ich mir. Wenn die Mucke scheiße ist, gucke ich mir das Cover an. Dann hier noch Arriva. Guckt mal, blau, Med-Professor. Die hat er deshalb blau gemacht, weil der immer total dicht ist, wie ich. Blau in der Ecke rumliegt, Med-Professor mit seinem Kumpel, wie heißt der, Lies-Gretsch Perry, der gehen musste, weil sie immer besoffen waren. Coole Platte, verstehe ich nicht, was er gemacht hat, habe ich nur vor uns angehört. Med-Professor versteht man nicht. Jo, und bevor ich euch hier mein kleines Set mal kurz vorstelle, setze ich mich noch mal hin und berichte euch ganz kurz mal von meinem Tag. Ich habe halt schon seit Ewigkeiten keine Kohle mehr, mit meiner Familie halt gebrochen, die mir sonst irgendwas gegeben haben, weil sie mich ewig nicht verstanden haben halt. Sogenannte Freunde, wisst nicht, zucken nicht, sind übelst erschrocken, dass ich sie halt mal aufgeklärt habe, dass sie mich 20 Jahre in der Scheiße sitzen lassen haben, eigentlich letztendlich. Und dass so die kleinen Hilfsmaßnahmen sozusagen eigentlich nicht viel wert waren. Da habe ich viel mehr gemacht. Also ich will mir jetzt nicht auf die Brust schreiben, aber ich habe viel, 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 viel mehr gemacht. Und das habe ich auch euch, Wichsern, allen erzählt andauernd. Und dann wäre ich angequatscht. Du redest immer so viel. Ja, ich habe euch was erzählt über mich, über die Welt und so weiter. Und ihr habt nur Scheiße gemacht. Okay, Wut ist sehr gut, Kinder. Jedenfalls bin ich die Ausländer hier. Die sind übelst cool. Jetzt habe ich die alle kennengelernt in meiner Notlage. So hole ich mir mein Baklava. Ich esse kein Fleisch. Hole ich mir früh immer ein Baklava, ein Ayran. Es reicht den ganzen Tag. Und dann hier bei der Vietnamesin Tabak. Jetzt darf ich auch nirgendwo mehr anschreiben. Die haben gesagt, es muss endlich berühmt und reich werden wie Eminem. Da habe ich gesagt, das schaffe ich, aber erst in 100 Jahren. Aber ich schaffe das auf jeden Fall, die kloppen auch an mich. Jedenfalls habe ich schon meine 1-Cent-Stücken genommen, um diese scheiß Arriva-Platte da mir zu holen, weil ich von denen mal alle haben will. Bin mit den Cent-Stücken dort aufgelaufen und so, ans Fenster geklopft, der wollte Feierabend machen. Hier ist Skate-Shop, wenn ihr da mal was kaufen wollt, geht da hin. Wo ist das? Georg-Schwarz-Straße. Mein Strom ist gleich alles, ich muss schneller reden. Aber ich habe keinen Bock schnell zu reden, die Speed-Typen reden immer so schnell, da komme ich auch nicht hinterher. Aber die haben auch viel Interessantes manchmal zu berichten, na manchmal. Und da habe ich mir, da habe ich ans Fenster geklopft und da hat er mir diese Arriva gegeben. Der hat irgendwie 3000 Platten veröffentlicht oder 5000. Med-Professor mit verschiedenen Leuten, auch viel Schlechtes, war denen egal, Hauptsache veröffentlichen. Und dann hier, wo sind sie denn? Kann ich das euch zeigen? Ey, liebe Kinder, da machen wir das Tutorial, coole Platten gleich.
oder? Warte, Kind. Nee, hier sind sie nicht. Hab ich sie hier reingestopft? Nee, und ich, na gut, dann das nächste Mal. So kleine jamaikanische Platten sind, das hat ich noch nie eine, weil ich noch nie auf Jamaika war. Die sind billig, die müsst ihr kaufen. Und jedenfalls bin ich dann weitergelaufen, habe mir die Platte ergaunert und dachte mir, bei den Hip-Hopern da hinten, da, die kannst du hier nicht mit 1 Cent Stücken kommen, aber probieren musst du es. Probieren geht vor Studieren, das ist schon immer mein Motto. Ich wusste auch, das geht nicht. Das sind, da kannst du hier nicht gleich Schulden machen. Aber ich wollte die halt haben und da haben die gesagt, hier limitiertes Vinyl, da. Limitiertes Vinyl musste einer haben davon und da stand drauf irgendwie Maulheld, irgendwie hatte ich immer mal was von dem gehört. Also so als Legenden sozusagen. Ich glaube Mucke habe ich auch mal gehört, oder war ich bestimmt besoffen irgendwo in der Ecke und habe Gedichte geschrieben. Und dann bin ich dorthin und da kam mir so ein angeblicher Verschwörungstheoretiker, der so zu Corona-Zeiten sich übelsten Kopf gemacht hat, mit dem wollte dann auch keiner mehr reden, da kam mir so entgegen. Ich habe immer den so eine Stunde zugehört und habe dann gesagt, oh, jetzt mal ein halbes Jahr nicht mit mir reden, und das hat er auch genau eingehalten, das fand ich total geil. Und einmal, wo ich einen Livestream gemacht habe, Leute, liebe Kinder, ey, das müsst ihr euch anhören. Da habe ich den getroffen, da wollte ich nur 2 Bierchen holen. Dachte mir, cool, Livestream, auch für den Kameramann noch Bier hier beim Vietnamesen. Und treff den und da quatscht er mich 2 Stunden zu mit, naja, Verschwörungstheorien. Und stand da, ich dachte, ich wäre im Märchenbuch. Oder ich gucke hier mit euch Manga-Filme oder wie das heißt. So kam mir das vor. Aber ich habe zugehört, es hat mir gefallen, ich bin durcheinander gekommen, ist immer gut. Bevor ihr Mucke macht, Kinder, müsst ihr total durcheinander sein, umso besser die Ideen. Und da sagst du denen, jetzt gehe ich zu den Hip-Hopern, ich will die scheiß Platte haben dort. Sag, ja, brauchst du Kohle oder was? Hast du keine Freunde? Sagst du denen, ich glaube nicht, ich habe keine Freunde. Sag, ja, was brauchst du denn? Da habe ich so überlegt, na, die Platte, so Doppelalbum, 35 Euro vielleicht. Und dann dachte ich mir, bescheiße den Typen halt, sagst 50 Euro, jetzt sagst du denen, kannst du halt noch ein paar Kartoffeln kaufen, wenn du eben kommst. Und sagst du denen, 50 Euro brauche ich, gib dir mir einen Huni. Ich in den Laden reingelatscht hier. Na hier, wie nennen sich, gemütlicher Kunde, Defekto, genau hier, von dem gerade der Beat war, der steht dort. Ich laber den übelst voll, weil ich schon lange nicht mehr mit den echten Menschen geredet habe. Mich kommt auch leider niemand besuchen. Und geht da rein, Platte her, irgendwie, der entschuldigt sich noch, dass sie nicht eingeschweißt ist. Ist mir doch egal, eingeschweißte Sachen, ich brauche keine Kondome zu benutzen. Oh, liebe Kinder, ihr müsst das auch, aber nur bei den Schlampen, bei den Frauen, die ihr sehr liebt, braucht ihr das nicht machen. Und jedenfalls die Platte da, endlich hatte ich die, ja, ich habe gerade reingehört, es war die richtige Wahl, kauft euch die, wenn ihr noch eine kriegt, die kostet in 2 Jahren 500 Euro, also sammelt hier keine Fußballerkarten, sondern hier Platten von diesen Typen dort, ich weiß nicht, wie die heißen, auf alle Fälle nicht Audio 88 und Murlock, also die braucht ihr nicht mehr kaufen, das ist halt so. Naja, so wer auf sowas steht wie Rio Reiser oder wen gibt's denn da noch alles? Die Skeptiker damals zu Ostzeiten, Henry Rollins, Obituary, na, auch Motorhead ist da drin, hab ich gesehen hier bei dem Konzert in Dresden. Da war Motorhead ein Scheißdreck dagegen, von der Härte her. Jo, da bin ich da halt in den Laden rein, Platte, noch 2 andere Sachen eingekauft, weil ich male doch so gerne, hab ich mir noch Buntstifte geholt und so, und alles verbrennt, ganze Kohle, dachte ich, esse ich noch meine letzten Spaghetti, das hab ich ja gekauft, weil der Russe angegriffen hat. Jedenfalls hatte ich die Platte im Arm, Kinder, bin ich umgekippt in dem Laden. Ich bin noch nie umgekippt in meinem Leben, noch nie. Also selbst nicht, wenn ich total dicht war, ich bin noch nie umgekippt, da kippe ich um.
trotz dass ich da gute Laune verbreitet habe und total nett war, wie jetzt zu euch, liebe Kinder. Danach muss ich auch gleich schön ins Bett. Ah, das Lied muss ich auch noch vorspielen. Naja, bin ich umgekippt. Ah, er cool geblieben. Meinte schön, dass du nicht in die Vitrine gefallen bist. Noch ein bisschen rumgescherzt. Ich eben hatte dann noch Geld, Konsum, bla, irgendwie eingekauft. Naja, scheiß drauf. Ich mache euch jetzt schöne Musik, ja, weil ich euch liebe, genauso wie das hier, das Trio Mandoline oder wie die heißen, auf meine Ken geschrieben hat. Jo, sowas habe ich hier zum Mucke machen, cooles Zeug, kann jeder. Wusst ihr nur, pass auf, ich mach's gleich mal, Tutorial, wie macht man schöne Musik? Kauft euch irgendwas von Kork oder was anderes. Je nachdem. Je nach Lust und Laune. Warte mal, ist noch Strom drauf? Oh, ich habe schon 10 Minuten euch zugelabert. Es tut mir leid. Ich weiß, die Lehrer und eure Eltern labern euch auch alle voll. Und diese komischen Zeichentrickfilme, die labern ja auch die ganze Zeit. Das verstehe ich gar nicht. Einfach Play drücken. Hier. Lautstärke. Kommt nicht. Irgendwas ist. Was ist los? Was ist, muss man rausfinden, was ist. Mal was anmachen, was ausmachen. Warte mal. Ah, der Junge ist vielleicht noch nicht an. Warte. So, das ist krasses Ding. Das muss verboten werden eigentlich. Warte, das zeige ich euch schon nicht. Es leuchtet. Ist an, an ist es. Ah, hier. Ah, hier. Ich mache nämlich Noisecore. Ich bin Noisecore-Musiker. Wir sind die besten Musiker der Welt, so eine Leute wie Dieter Bohlen klauen bei uns, ohne Scheiß. Die kommen vorbei und denken, Alter, was ist denn das? Was können die denn? Das können nur wir. Ah, hier. Okay, viel Spaß, das heißt Sandmännchen, das Lied. Ich mach ein bisschen leiser, wegen meiner Untermieterin. Lauter geht. Da muss ich durch. Ich habe zu der gesagt, ich kämpfe den ganzen Tag. Da muss ich immer laute Mucke hören. Da hat sie gesagt, das darfst du. Bis um 12 nachts. Dann muss ich auf Arbeit. Hoffentlich reicht der Strom. Pitti, Platsch, Schnatterinchen und der Kian Wind sitzen zusammen in der Scheiße. Gelernt, so ein Dreck von Format C. Na, sowas hat er früher gemacht, wo er noch cool war. Jetzt macht er Pop. Oder noch was anderes Element. Ah, ne, nochmal verändern hier, das ist auch geil. Wartet.